We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. Er ist der erste westliche Journalist seit mehr als 2 Jahren, der Putin interviewt. Stark. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video, because that's what they do. Die sind nicht dazu informiert. Kontrollieren das Narrativ und die Information. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Einfach Tucker Carlson macht Interview mit Putin, die gaben, die ganzen westlichen Medienwelt hat ihn gebannt und als rechts dargestellt. Die EU will ein Einreiseverbot gegen ihn. Deren Kartenhaus bricht langsam zusammen. Was, Tucker Carlson hat ein Interview mit fucking Putin gemacht, Digga? Mach keinen Scheiß, Bruder, ja? Hör auf, Digga. Guck mal jetzt. Warte, Digga, warte mal. Die Tucker Carlson confirms he is in Russia to interview Wladimir Putin. Bruder, das ist miese Recherche gerade. Das interessiert mich auch mega selbst. So, jetzt können wir mal gucken ganz kurz. Warte mal kurz, Digga. Da muss ich kurz reingehen. Das interessiert mich persönlich jetzt. Breaking News, Digga, überall, guck mal. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Wladimir Putin. Nee, Digga, was eine Legende, Bro. Doing that soon. Warte mal ganz kurz, ich mach mal deutschen Untertitel für die Leute, die kein Englisch können, Alter. Geht Englisch lernen, ich schwör's dir. Legende, ja? Tucker, ich küsse doch deine Zirbeldrüse. Der lehnt sich aus dem Fenster, Mann. Ey, das wird immer wilder werden, trust me. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. Die haben monatelang darüber nachgedacht und jetzt erklärt er ganz kurz, was die sich dabei gedacht haben und warum die sich dann dafür entschieden haben, das zu machen. Und als ersten Punkt sagt er, es ist unser Job. Und das ist eine Sache so, das ist halt echter Journalismus dann im Endeffekt, ne? Das ist das, was eigentlich gar nicht mehr stattfindet oder, glaube ich, noch nie so richtig stattgefunden hat, dass Journalisten wirklich interessiert an der Wahrheit waren und wirklich alle Seiten auch reden lassen haben und alles in den Medien präsentiert haben, sodass sich der Normalbürger quasi seine eigene Meinung bilden kann und gucken kann, was da läuft. So, das wollen die halt nicht, weil Nachrichten und Berichterstattungen sind dazu da, um uns zu brainwashen und nicht um uns aufzuklären. Und er sagt ja, das ist der erste Punkt ist, weil es unser Job ist, Digga, feier ich. We're in journalism. Our duty is to inform people. Eigentlich schon, ja. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. Most Germans también, bro. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in. And we have the right to tell them about it because we are Americans too. Freedom of speech is our birthright. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited, on our website, tuckercarlson.com. Ich küsse deine, das will ich sehen. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview once we post it on his platform, X. And krass, Elon hat gesagt, der wird's nicht blockieren, Alter. For that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. Die sind nicht dazu informieren. Die kontrollieren das Narrativ und die Information. Afraid of information they can't control. Facts. But you have no reason to be afraid of it. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview. Genau, aber lass ihn wenigstens reden. But we are urging you to watch it. You should know as much as you can. And then, like a free citizen and not a slave, you can decide for yourself. Bester Mann, Digga, ja? I like that. Legende, ja, Tucker, ich küsse deine Zirbeldrüse, feier ich. Feier ich, feier ich, feier ich. Das ist doch eine geile Sache, Freunde, oder? Ach du Scheiße, der geht einfach, macht Putin-Interview, Digga, heftig. Ich stell dir vor, Lovelock, Digga, ich würde den im Stream einladen. Geil, Alter, was sagt ihr dazu? Nur eins in den Chat, wenn ihr es fühlt. Guck mal, ich habe einen Bericht gesehen hier aus deutschen, von deutschen, hier, Weltnachrichten, Digga, mal gucken jetzt hier, guck mal jetzt, was die Deutschen darüber reden jetzt, guck mal. Das würde mich jetzt interessieren, hier mal ganz kurz, hier, Welt.
Der wird nach eigenen Angaben in Kürze bereits Russlands Präsidenten Putin interviewen. Der bekennende rechte Moderator wäre der erste westliche Journalist. Der bekennende rechte Moderator, Digga, da geht's schon los, Bruder. Frame it in, man, come on. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der Präsident Putin vor das Mikrofon bekommt. Der hätte eigentlich Nazi sagen müssen, Digga, das wäre noch wilder gewesen. Jetzt kündigte Carlson das Interview auf der Kurznachrichtenplattform X an und kurz darauf auch im russischen Staatsfernsehen. Carlson war im vergangenen April trotz seiner großen Beliebtheit bei Fox News wegen umstrittener Äußerungen zur Wahlniederlage von Donald Trump von Fox News gefeuert worden. Carlson gilt too much truth, bro. Immer als großer Unterstützer des ehemaligen Präsidenten. Und Paul, das ist ja wirklich das Interessante. Ausgerechnet Tucker Carlson, der ja weiter hinter Trump steht. Und Trump hat ja auch angekündigt, sollte er die Wahl im November gewinnen, wenn er also für die Republikaner antritt, dann wird der Krieg ganz schnell beendet werden. Wie würdest du dieses Signal, das ausgerechnet Tucker Carlson Putin interviewt, denn einordnen? Guckst du dir an die NPCs, Digi? Ich denke, es hat am Ende gar nicht so viel mit Donald Trump zu tun, sondern eher mit der Richtung, die Tucker Carlson bei Fox News genommen hat, aber auch... Oder vielleicht einfach auch hat es damit zu tun, dass es noch Menschen gibt, die wirklich echten Journalismus machen wollen, Digga. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Er hat ja weiterhin eine sogenannte Meinungsshow, so kann man das wohl nennen, bei X und auf anderen Plattformen, wo er immer wieder Wladimir Putin in Schutz nimmt und dagegen Volodymyr Zelensky, den ukrainischen Präsidenten... Soweit ich weiß, ist Tucker auch halt einfach jemand so wie Daniele Ganser auch oder alle anderen Leute, die ein bisschen offener sind und wirklich versuchen, die Dinge zu verstehen, hat der Bruder einfach auch verstanden, dass man nicht immer nur eine Seite der Medaille beleuchten kann, wenn man das ganze Thema verstehen möchte. Und wenn du dich hinsetzt und sagst, ey, ich guck da mal rein und ich höre mal hin, wie die russische Seite aussieht und warum das eigentlich alles passiert ist und was deren Sicht auf die Dinge ist, dann bist du ja schon ein Putin-Versteher, ein rechter Nazi, irgendein Leugner oder was, keine Ahnung, so, weißt du? Das ist schon, da merkst du schon, wie die das framen gerade. Das ist so krass. ...angreift und sich, das muss man so sagen, immer sehr klar auf die Seite von Wladimir Putin schlägt. Also ich denke, es hat er damit zu tun, dass der Kreml bereit war, ihn zu empfangen. Er ist der erste westliche Journalist seit mehr als 2 Jahren, der Putin interviewt. Stark. Also seit Beginn des Krieges gab es kein Interview. Und jetzt... Warum nicht? Gibt es ja auch die Debatten, wieso hat kein anderer westlicher Journalist ein Interview bekommen? Weil kein anderer westlicher Journalist überhaupt daran interessiert war, den Putin reden zu lassen. Ganz einfach, diese Interviews wurden abgelehnt, also... safe nicht. Von BBC, auch hier aus Deutschland, wir andere. Natürlich gibt es immer wieder Anfragen an den Kreml für Interviews, aber da gab es in den vergangenen 2 Jahren immer ein klares Nein. Ja, weil ihr auch bekannt dafür seid, dann Dinge aus dem Zusammenhang zu schneiden und nicht wirklich alles zu zeigen, so, weißt du, wie ich meine? Und Tucker Carlson hat dieses Interview jetzt bekommen, man muss davon ausgehen, dass... Denke ich mal, mit ein Hauptgrund dafür, dass Tucker Carlson zugestimmt hat, das ungeschnitten zu veröffentlichen. Ja. Natürlich über die Frontlage gesprochen hat, aber eben auch über die Situation in den USA und wie dieser Krieg aus Sicht von Wladimir Putin beendet werden sollte. Die Kritik an Carlson ist heftig, denn es gibt sehr, sehr viele Beiträge, die zeigen, dass er Wladimir Putin trotz dieses brutalen Angriffskriegs in den vergangenen 2 Jahren immer wieder unterstützt hat. Unterstützt hat. Ja, das ist, wie die deutschen Medien darüber berichten, Digga, kein Wunder, ja. Ich schwör's dir, heftige Scheiße, Alter. Wladimir Putin unterstützt hat, so. Indem er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ey, lass mal gucken, wie eigentlich das dazu gekommen ist, dass die Russen da eine Invasion gestartet haben. Dann bist du schon einer, der den unterstützt, quasi. Weißt du? Heftig, Mann, Alter. Jetzt, das ist auch mal wieder krass, mal so diese NPC-Medien reinzuziehen. Das ist jetzt das, was das deutsche Volk quasi davon mitbekommt. Also die, wie sollen wir sie nennen? Ich nenne sie Schafe jetzt einfach mal so, die nur das gucken so. Die gucken das und dann orientieren die sich daran und bilden ihre Meinung aufgrund eines Weltberichtes oder von den ganzen anderen, die ich eben an der Seite noch gesehen habe, so. Anstatt sich mal anzugucken, was er selber darüber sagt, so. Und das, was er selber darüber gesagt hat, was wir uns vorher reingezogen haben, macht doch für die meisten Leute Sinn, oder nicht? Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn, dass man die andere Seite auch mal wieder, dass man die andere Seite auch mal sprechen lässt und mal guckt, was da so erzählt wird, so. Wie willst du denn eine Sache verstehen, wenn du nur eine Seite die ganze Zeit siehst? Genauso wie zum Beispiel in den deutschen Medien nur
die israelische Seite gezeigt wird in dem Israel-Palästina-Konflikt so. Dass wir gar nicht verstehen, wie fühlen sich die Palästinenser eigentlich, was passiert da eigentlich so. Menschen, die da vor Ort sind oder Politiker etc. pp. Werden ja gar nicht zu Wort gelassen. Da wird keiner wird ja irgendwie in den Medien mal interviewt und da wird auch nicht mal reingehört, so wie geht's denen eigentlich oder wie fühlt ihr euch oder das ist allen eigentlich im Endeffekt scheißegal, so, weißt du? Und ja, das nennt man Framing, das nennt man Menschen davon zu überzeugen, dass das, was eine gewisse Seite macht, das Richtige ist und das andere das Falsche ist, so. Und so einfach ist es halt einfach nicht, weißt du? Es ist nicht einfach, so eine Konflikte auseinander zu pflücken und zu verstehen. Da muss man sich wirklich mit der Historie auseinandersetzen, mit beiden Seiten auseinandersetzen, Leute reden lassen, ja, einfach zeigen, wie die aktuelle Lage ist. Hast du ja auch zum Beispiel jetzt nur als Beispiel nochmal bei Corona auch gemerkt, weißt du? Da gab es so viele Leute, so viele Wissenschaftler, so viele Ärzte und so, die eigentlich sehr kritisch gegenüber den Maßnahmen standen und wie mit dem ganzen Thema umgegangen wird, so. Und kein einziger von denen wurde überhaupt zu Wort gelassen, so, weißt du. Die wurden nicht in die Talkshows eingeladen, die haben keine großen Interviews auf großen Mainstream-Plattformen bekommen, weil die nicht wollten, dass wir diese andere Seite hören, weil die uns überzeugen wollten davon, dass wir uns am Ende des Tages dieses Genexperiment in den Arm reinfetzen, so. Und deswegen hat der Lovelock sich ins Treppenhaus gesetzt, Digga. Ich weiß nicht, ob ich das bei YouTube hochladen werde, aber wenn ja, dann ich liebe euch. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare, dass der Tucker Carlson aus Amerika den Putin interviewt und da mal reinhört, so. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. War mal eine andere Art von Recherche, aber auch cool, ne?